Ja, Herr Hufeld, Ihr Vortrag gibt mir natürlich den Anlass, jetzt Herrn Buschbeck mal zu fragen, wie weit er denn von dem ist, was er gerade alles gesagt hat. Wie weit sind Ihre Sicherheitssysteme, Ihre IT-Systeme, Ihr Risikomanagement nach § 25a auf das eingestellt, was Ihnen von den bösen Internetjungs alles droht? Naja, Herr Hufeld hat ja ganz viel gesagt, also nicht nur... Ja, aber das habe ich mir jetzt mal rausgepickt, wenn ich schon hier einen Banker auf dem Podium habe. Naja, also das hat sicherlich eine der höchsten Prioritäten und Sie haben es ja gerade im Vortrag gehört. Das stellt uns täglich vor große Herausforderungen und wenn man mal zwei wichtige Themenfelder nimmt, Eigenschaften nimmt, unseres Gewerbes heißt Vertrauen und Sicherheit, das sind ganz wichtige Säulen für uns und deswegen müssen Sie dort sehr viel tun, damit Sie Ihren Kunden eben gerade dies bieten. Ja. Sie haben wahrscheinlich gehört und im Markt haben wir das ja sehr klar auch kommuniziert. Wir haben einen Verein gegründet, G4C, das ist German Competence Center Against Cybercrime, haben das eben auch mit Gesellschaften aus diesem Markt gegründet, um dann auch dort einen Erfahrungsaustausch vorzunehmen und nicht nur mit Finanzdienstleistern, mit denen wir sonst normalerweise im Markt eigentlich als Wettbewerber tätig sind. Es ist gut, sich dort zu verständigen, aber auch mit Softwareunternehmen sich auseinanderzusetzen, um in die richtigen Themen zu investieren, um genau das eben sicherzustellen, dass Vertrauen und Sicherheit eines unserer höchsten Güter ist. Mhm. Herr Laux, zu Ihnen muss ich noch sagen, Sie hatten mich gebeten, Sie stehen im Programm als Chef der Noris Bank. Das sind Sie auch, aber Sie sind hauptberuflich, nenne ich jetzt mal, der Bereichsdirektor, Bereichsvorstand Direct Banking der Deutschen Postbank AG. Das nur noch mal zur Klarstellung. Was ist das Entscheidende? Sie haben die Noris Bank ja relativ früh auf eine reine digital, reine Direktbank umgebaut. Was ist das Entscheidende hier? Zum einen die Mitarbeiter mitzunehmen, denn Sicherheit ist natürlich auch ein Mitarbeiterthema, aber wie können Sie auch Kunden mitnehmen? Also wie kommuniziert man? Weil ich glaube, Kunden sind ein großes Risiko, was das Thema Kriminalität und Sicherheit angeht. Wie haben Sie das gemacht? Das größere Risiko sind mit Sicherheit nicht auf der Kundenseite. Also ich glaube, man muss unterscheiden. Grundsätzlich gibt es Bedrohungsszenarien, die sich gegen die Bank grundsätzlich richten. Ich glaube, da ist eben schon viel zu gesagt worden. Mhm. Die echten Schäden materialisieren sich meistens über die Kundenseite, weil die natürlich den geringsten Schutz haben. Leider ist es so, dass die Angriffe, die mittlerweile auf der Kundenseite passieren, so professionell eben auch durchgeführt werden, dass Kunden, wenn sie nicht ganz sorgfältig sich ihre E-Mails durchlesen oder auch die Webseite anschauen, durchaus schnell in die Gefahr laufen, dass ihnen ein Trojaner schon aufgespielt wurde. Das ganz große Problem besteht insbesondere dadurch, dass wir mittlerweile sehr starke Mobilbanking-Anwendungen haben und Mobiltelefone üblicherweise nicht mit einem Virenschutzprogramm versehen sind. Das versuchen wir natürlich über aktive Kundenkommunikation zu machen, das reicht aber nicht. Okay. Das reicht nicht. Denn wir erreichen nicht alle Kunden auf diesem Wege. Mhm. Und insofern haben wir sehr viel investiert, um durch Sicherheitsmechanismen, die im Hintergrund ablaufen, sicherzustellen, dass Betrugsmaschen sehr schnell identifiziert werden. Also wir haben ein richtiges Forensikerteam, wir haben Spezialisten, wir arbeiten eng mit dem BKA zusammen, die mittlerweile auch eigene Spezialisten auf diesem Gebiet haben. Da passiert also sehr viel. Mhm. Das kann ich vielleicht an der Stelle noch sagen, mit Abstand die größte Webseite im deutschen Bankenmarkt. Wir haben mehr Webseitenbesucher als die nächsten beiden folgenden zusammen. Wir haben mehr, also wir sind auf Platz 45 der Webseiten. Die Postbank. Und dadurch kommen natürlich Betrugsmuster zuerst immer zu den großen Instituten. Das heißt, wenn es bei uns durch war, dann läuft es in das nächste Institut. In der Noris Bank habe ich bisher eine Betrugswelle erlebt. Die ist relativ klein. Gut. Herr John, jetzt natürlich die Frage an Sie, relativ kleiner Spieler, aber trotzdem aufstrebend. Wie managen Sie dieses ganze Thema Cybersicherheit, Cyberrisiko auf Ihrer Kreditplattform? Vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Als Biest hat uns in der Tat noch niemand bezeichnet. Ich sagte das Fintech-Biest. Fintech-Biest, okay. Einigen wir uns darauf. Vielleicht sage ich zwei Worte kurz zu Augsmann. Ich weiß nicht, ob es jedem bekannt ist. Also wir sind ein Kreditmarktplatz, der Kreditnehmer und Anleger direkt auf einem Marktplatz zusammenbringt. Das ist, was wir machen. Wir haben mittlerweile über 250 Millionen
Euro an Kreditvolumen vermittelt, sind damit das größte Fintech-Startup in Deutschland und auch der größte Kreditmarktplatz in der Eurozone. Das Thema Cyber Security spielt bei uns natürlich eine extrem große Rolle und wir investieren auch da sehr viel. Weil es sind ja unheimlich viele Schnittstellen, die bei Ihnen zusammenprallen. In der Tat, also auch wir kooperieren mit Banken, genau. Haben dort Schnittstellen intern und also haben dort die modernste Technologie. Wir beschäftigen allein 5 Mitarbeiter im Engineering-Team, die allein auf dieses Thema Datensicherheit abgestellt sind. Also ist bei uns natürlich ein extrem wichtiges Thema auch. Und also wenn wir nachher über das Thema Regulieren sprechen sollten, dann ist das auch ein Thema, wo wir sagen, Da würden wir uns auch wohlfühlen, wenn das eine Sache wäre, die auch für Fintech-Startups im Rahmen einer Regulierung adressiert werden. Ich glaube, um das Thema Regulierung von Startups werden wir und von Fintechs werden wir in dieser Runde nicht drum rumkommen, aber das machen wir nachher. Das war jetzt einfach nur noch mal schnell in Anschluss an den Vortrag zu Cyberrisiken, eine Runde mit den Banken. Die Diskussion insgesamt heißt Digitalisierung, Herausforderung für die Banken. Herr Hofeld, was eben bei Ihnen nicht so ganz rausklang, ist die deutsche Bankenlandschaft etwas zu schwerfällig, was Veränderungen angeht, was dieses Einstellen auf den neuen Wettbewerb angeht? Es klang ein bisschen manchmal durch, dass man nicht immer weiß, wo kommen jetzt die Wettbewerber her. In anderen Ländern ist das ganze Thema Onlinehandel, Onlinebanking sehr viel weiter fortgeschritten als hier in Deutschland. Ist das generell hier in Deutschland eine Stimmung bei Konsumenten wie bei Banken gegen das Thema Digitalisierung? Kann das zum Wettbewerbsnachteil werden? Richtig ist, dass es grundsätzlich unterschiedliche Internetaffinitäten in unterschiedlichen Ländern gibt. Die nordeuropäischen Länder sind hier typischerweise etwas weiter entwickelt, aus welchen Gründen auch immer. Da kann man stundenlang drüber spekulieren. Als in manch anderen Ländern. Das hat aber nichts mit der Finanzbranche im engeren Sinne zu tun, sondern das gilt schlechterdings für die Nutzung von Internet, E-Commerce hat man das mal genannt und alle möglichen weiteren Dienstleistungen. Muss man sich Sorgen machen, dass hier eine komplette Branche etwas verschläft? Nein, die Sorge mache ich mir nicht. Abgesehen davon sind ja vielfältige Innovationen auch in anderen Ländern nicht zwingend immer von den allergrößten Spielern entwickelt worden. Das ist ein ganz klassischer Fall, wo manchmal der Schnelle den Langsamen schlägt, der Kleine den Großen, wo Karten neu gemischt werden, wo der spezialisierte kleine Anbieter einen Teil einer Wertschöpfungskette aggressiv attackiert. Und das ist genau ein Vorgang, den wir hier auch beobachten. Aber umgekehrt sind Banken nicht blind diesem Prozess gegenüber. Sie tun sehr viel. Und ich kann nicht prognostizieren heute, beim besten Willen nicht, wo das in 5 Jahren oder in 10 Jahren Klar. ausgehen wird. Das ist ein unglaublich dynamischer Prozess. Ja. Aber die Beobachtung, dass wir hier sozusagen mit einer Branche zu tun haben, die schlechterdings nicht sieht, was geschieht, das wäre nicht meine Bewertung. Gut. Herr Skira, Ihr Institut hat eine relativ breite Untersuchung gemacht. Wo kommt eigentlich der neue Wettbewerb her? Was sind die relevanten Spieler? Also Herr Hufeld hat es ja in seiner Rede eben auch schon ein bisschen angedeutet, man muss eben nicht nur auf den eigenen Nabel gucken, also nur auf die Banken, sondern es kann ein IT-Unternehmen sein, es kann ein Telefonunternehmen sein, die auf einmal jetzt in Bankdienstleistungen einsteigen. Was sind die zentralen Dinge, die Sie bei dieser Untersuchung branchenweit herausgefunden haben? Ja, vielleicht ganz kurz dazu, wie sind wir in der Studie vorgegangen? Wir haben eine ganze Menge an Suchbegriffen erzeugt, die im weitesten Sinne mit der Finanzdienstleistungsbranche zusammenhängen und haben dann geschaut bei einer Suchmaschine, wer wird eigentlich gelistet im organischen Bereich, also bei der Suche, die durch den Algorithmus getrieben ist, welche Unternehmen bzw. welche Webseiten tauchen dort auf? Und dann kriegt man letzten Endes sowas raus, wer kriegt eigentlich Aufmerksamkeit im digitalen Raum, dadurch geprägt, dass eben die Suchmaschine zumindest über ihren Algorithmus eigentlich das abbilden möchte, was der Konsument sucht. Und das durchaus, finde ich, überraschende Ergebnis ist, dass Banken eigentlich keine besonders große Rolle spielen, kriegen so etwa 10% von der digitalen Aufmerksamkeit. Wenn man sich das anschaut, Aggregatoren, also zum Beispiel diese Check24 dieser Welt erhalten 25. Obwohl nach Finanzthemen gesucht wurde, das muss man ja noch dazu sagen. Und also Aggregatoren erhalten sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Und wenn man sich mal betrachtet, wo wäre man vor 20 Jahren hingegangen, wenn man sich nach
Kreditkarten erkundigt, dann wäre man wahrscheinlich zur Bank gegangen. Ja. Heute gibt es einen nicht kommerziellen Player in dem Bereich, der nimmt ganz hohe Aufmerksamkeit auf sich, nämlich in dem Fall Wikipedia. Aber es ist so, dass Banken in dem digitalen Raum nicht die Aufmerksamkeit haben, die sie im nicht-digitalen Bereich haben. Und wenn ich Ihr Argument aufgreife, natürlich ist der nicht-digitale Bereich unheimlich wichtig, aber wenn ich das Smartphone habe, wo eben digitale und nicht-digitale Welt zusammenwachsen und ich das Problem habe, dass ich einerseits bei meinem Bankberater bin in der nicht-digitalen Welt und mich dann der digitalen Welt widme und den Bankberater dort eigentlich nicht mehr wiederfinde, dann würde ich sagen, hat man mittelfristig ein Problem. Und letzten Endes haben sich im Internet immer die Geschäftsmodelle durchgesetzt, wo die Leute viel Zeit verbracht haben. Also ich erinnere daran, Google wusste vor 13 Jahren auch noch nicht, wie man denn mit einer Suchmaschine Geld verdienen kann. Das können sie heute ganz hervorragend. Ich glaube, man hätte noch vor wenigen Jahren nicht gedacht, dass sowas wie YouTube meine Töchter dazu ermutigt zu sagen, also Papa, bei uns kommt Fernsehen aus dem YouTube-Kanal und das kann mittlerweile ganz hervorragend monetarisiert werden. Und ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Beispiele mehr und ich glaube, da muss die Finanzdienstleistungsbranche einfach mehr tun, dass sie digital auch präsenter wird, beim Konsumenten wirklich wahrgenommen wird als ein dominanter Player. Herr Buschbeck, jetzt natürlich an der Stelle muss ich Sie anschauen und auch fragen. Die Hypovereinsbank setzt sehr stark auf diese digitale Karte jetzt. Ich glaube, letztes Jahr, vor zwei Jahren wurde es angekündigt, oder letztes Jahr angekündigt, dieses Jahr soll es fertig sein. Ein Großteil der Filialen sollen geschlossen werden. Beratung wird umgestellt in Sachen mehr Videoberatung, mehr Onlineberatung. Was waren die Beweggründe dahinter? Ich vermute mal ähnliche, wie Sie gerade Herr Skira schon erläutert hat. Aber was sind auch die ersten Erfahrungen? Wie reagieren Ihre Kunden auf solche Umstellungen, auf einmal verschlossene Türen von Filialen etc. etc.? Ja, das wäre früher wäre das ein sehr dramatischer Eingriff gewesen, wie Sie gerade sagen, verschlossene Türen. Heute gibt es viele Alternativen. Man muss eben nicht vor verschlossenen Türen stehen, weil es alternative Wege gibt. Und wenn man so eine große Veränderung macht, wie wir das gemacht haben, ein Filialnetz sehr stark gestrafft, dann müssen Sie eben Alternativen anbieten. Wir haben unseren Filialrestrukturierungsprozess beendet. Wir haben per Freitag alle Filialen geschlossen, die wir schließen wollten. Mhm. Das waren etwa 50%, ne? Das sind 42%, genau. Es sind 240 Filialen, die wir geschlossen haben und wir haben sehr viele gute alternative Wege für unsere Kunden angeboten. Insofern nehmen unsere Kunden das sehr, sehr gut auf. Wenn Sie nach Kunden fragen, warum macht man das, dann sind es für mich zwei wesentliche Gründe. Nämlich auf der einen Seite hat sich das Verhalten von Kunden so massiv verändert und es wird ja täglich konditioniert von den Dingen, die um uns herum passieren. Und hier ist es fatal. Sie sagten ja gerade, man darf nicht auf den eigenen Bauchnabel schauen, sondern man muss in den Markt schauen, was da alles passiert. Wenn wir heute unsere Kinotickets online bestellen, wenn wir heute unser Taxi online bestellen und auch sehen, wo das nächste Taxi ist und wie der Taxifahrer heißt und ob das ein gescheites Auto ist, wenn Sie heute Bücher bestellen oder alles, was wir alle... Solange es Taxi ist und nicht Uber, ist alles gut. Ja, wenn wir das alles, was wir heute täglich tun, bewegen wir uns ja viele, viele Stunden auf multiplen Wegen. Ja. Und dann ist es ja nicht überraschend, dass unsere Kunden genau das auch erwarten und dann müssen sie sich diesen Bedingungen eben anpassen. Das ist der Grund, die Motivation, warum wir das gemacht haben. Und das ist ein weiterer Grund. Natürlich sieht man nicht mehr wie früher nur den Wettbewerb in der Nebenstraße oder auf der Hauptstraße ein paar Straßennummern weiter runter, sondern der Wettbewerb hat sich verbreitet, Non- und Nearbanks, und da müssen sie sich anpassen darauf. Und genau das haben wir gemacht. Und deswegen haben wir das sehr deutlich zurückgebaut, weil wir glauben, dass das die richtige Antwort ist. Sie müssen in ihren Kostenstrukturen arbeiten und gleichzeitig müssen sie andere Wege aufbauen, Kunden gleiche, qualitativ hochwertige und in vielen Fällen sogar flexiblere Dienstleistungen anzubieten. Hm. Wenn Sie das gut machen, dann mögen Ihre Kunden das sehr. Wie haben Kunden reagiert? Haben Sie Kunden verloren? Ein Stück weit war das wahrscheinlich einkalkuliert, weil man sich jetzt ja auf das beratungsintensive Klientel konzentrieren möchte, nicht mehr auf das breite Massengeschäft. Also Kundenentwicklung ist sehr stabil und wir sehen, dass Kunden eben diesen Veränderungsprozess sehr, sehr gut annehmen. Aber das funktioniert eben nur, wenn Sie sehr gute Alternativen bieten, so wie wir das vor 20 Jahren mal gemacht haben, indem wir einfach ein Online-Banking für Überweisungen hingestellt haben. Das ist sicherlich nicht die Antwort, sondern da gehören viele andere Mechanismen dazu, ob Sie, und Herr Hufeld sagte gerade, für Sie ist immer noch das Jetzt und Hier und Live wichtig. Ja, das sehen wir auch so, aber da gibt es mittlerweile auch
eben kompensierende Methoden. Sie können per Video live eine Beratung machen mit Ihrem festen Berater. Sie können Dokumente austauschen live mit Ihrem Berater. Sie können direkt ordern live mit Ihrem Berater und ohne Systembrüche und ohne auch etwas geschickt zu bekommen, auszudrücken und irgendwo hinzugehen und sich einen Stempel zu holen, dass Sie das auch als Person sind. Und wenn Sie das gut machen, dann brauchen Sie auch nicht mehr diese Distribution an Filialen, das ist das eine. Und das zweite, Sie sind ja mit jedem Filialnetz, es sei denn, Sie sind wirklich in jeder Stadt unterwegs, haben Sie ja immer die Herausforderung, wie kann ich Kunden gewinnen, auch in Bereichen, wo ich gerade nicht die 3 Kilometer Umkreis um meine Filiale unterwegs bin. Ja. Und wenn Sie gute Service und gute Zugangswege haben, dann eröffnet sich plötzlich ein völlig anderes Umfeld an Chance für den Kundenzugang. Ja. Herr Laux, Herr Buschberg hört jetzt mal weg, sind bei Ihnen schon unzufriedene Vereinsbankkunden aufgeschlagen? Herr Buschberg hört das jetzt nicht. Gute Frage. Ich kann es Ihnen ehrlich noch nicht mal beantworten. Ich würde mal unterstellen, dass das stimmt, was der Kollege sagt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben 2012 100 Filialen geschlossen. Das war allerdings im Gegensatz jetzt zur HVB der die Schließung aller Filialen. Das ist jetzt der Norisbank. Bei Ihnen müssen wir mal aufpassen. Ja, müssen wir aufpassen. Ich sage das mal gleich dazu. Also bei der Norisbank haben wir alle Filialen geschlossen 2012. Wir haben damals unterstellt, dass uns eine beträchtliche Anzahl der Kunden verlässt. Es haben uns Kunden verlassen. Auch im zweistelligen Bereich, aber im unteren zweistelligen Bereich. Also es gibt eine gewisse Behäbigkeit. Fairerweise muss man sich das aber über einen längeren Zeitraum anschauen. Es kommen zwei Aspekte dazu. Erstens gibt es viele Kunden, die natürlich eine Produktverbindung haben, die losgelöst von der Frage, ob die Filiale noch da ist oder nicht, bestehen bleibt. Also eine Baufinanzierung bleibt bestehen, Ratenkredit bleibt bestehen. Warum sollte der Kunde seinen Ratenkredit oder seine Baufinanzierung kündigen? Die Frage ist, was passiert zu dem Zeitpunkt, wenn die Baufinanzierung in die Prolongation geht und die Filiale nicht mehr da ist? Wie hole ich den ab? Das ist der erste Punkt. Der zweite, es gibt natürlich nach wie vor in der deutschen Gesellschaft eine hinreichend große Gruppe von Menschen, die definitiv kein Online-Banking machen wollen. Das darf man auch nicht vergessen. Und das dritte ist, ja, es gibt natürlich dann wiederum genau die andere Gruppe von Menschen, die ganz bewusst auch nach einer Online-Lösung suchen, sehr preisaggressiv sind, Smart Shopper, die beste Lösung für möglichst wenig Geld haben wollen, die erreicht man natürlich mit einer solchen Bank dann besonders gut. Also irgendwann dreht sich das wieder. Also aus Sicht der Norisbank hat er noch 300 Filialen zu viel, aus Sicht der Postbank können Sie es verstehen, was er macht mit Multikanal. Zwei Anmerkungen, erste Anmerkung, nur damit man ein Gefühl dafür bekommt, wir machen heute online mehr Ratenkreditvolumen in der Norisbank als zur Zeit der Filialschließung innerhalb von 2 Jahren. Kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie schnell sich der Markt dreht. Zweite Anmerkung, die Postbank hat ein grundlegend anderes Geschäftsmodell, weil wir einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Post haben. Immer dann, wenn Sie in ein Postamt reinlaufen, 2020 noch, ne? 2020. Dann sind Sie in Wahrheit ja bei der Deutschen Postbank. Und insofern haben wir eine ganz andere Kostenstruktur, eine andere Auslastung der Filialen, als das alle anderen gängigen Wettbewerber im Markt haben. Wenn Filialen an Bedeutung verlieren, was entscheidet den Wettbewerb der Zukunft? Welche Produkte, welche Dienstleistungen sind es, die sozusagen Ankerprodukte sind? Man hat Konto, sagt man immer, wer das Konto hat, hat den Kunden, war mal lange Zeit so ein Spruch im Bankgewerbe. Gilt der auch in Zukunft noch? Oder dreht sich das? Ich glaube, entscheidend ist, dass Sie ausreichend Besuchsanlässe für den Kunden schaffen. Also der Kunde muss ein Interesse haben, Sie zu besuchen in der virtuellen Welt. Üblicherweise ist das über das Konto, klassischerweise, weil es beim Konto... Da hat er schwer, wie wir vorhin gehört haben, weil er euch nicht findet. Das Online-Konto, nee, das findet er schon. Da mache ich mir keine Sorgen. Das Online-Konto findet er schon. Die Frage ist, mittlerweile gibt es natürlich Anbieter, jetzt nicht wie AuxMoney, aber andere, die in den Bereich reingehen und sagen, Mensch, den Kontostand kannst du auch bei mir sehen. Und die Richtlinie, Sie haben es ja eben gerade berichtet, die jetzt auf den Markt kommt, der Zugang, die Offenlegung von Daten, von Schnittstellen, wird ja dafür sorgen, dass es kein Monopol mehr auf unserer Seite sein wird. Das heißt, derjenige, der das Konto so interessant darstellt und so convenient mit Grundfunktionen versorgt, dass der Kunde idealerweise Spaß hat, etwas zu machen, was üblicherweise ja Spaß befreit ist. Ich meine, Bankgeschäfte sind total ätzend. Mag doch keiner privat machen. Da gibt es ja nur noch Strom und Gas, das ist noch langweiliger. Aber ansonsten gibt es ja nichts, womit sie die Leute wirklich aus der Ecke holen. Ich bin Banker, ich darf das sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist genau das richtige Podium für sowas hier. Seid auch alle Banker. Also insofern ist eine unserer Kernideen, darauf zu achten, dass wir es schaffen, dass der Kunde Lust hat, zu uns zu kommen und die Anwendung so zu machen, dass sie eben nicht mehr wie eine klassische Bank aussehen. Sie verzeihen, wenn ich es jetzt anmerke, das höre ich seit 25 Jahren in verschiedenen Dingen. Wir müssen die Filiale so gestalten, dass der Kunde gerne zu uns kommt. Wir müssen das jetzt so gestalten. Also dieses Lust als Pull
den Kunden reinzuziehen, ist seit 25 Jahren in der Filiale, Thema. In der Filiale ist ja auch zugegebenermaßen extrem schwer. Mit Nein, ich meine so vom Denken, vom Denken der Banken her, ja, höre ich das schon, ja, unglaublich lange so richtig funktioniert. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Na, ob es in der Filiale funktioniert, das kann jeder, ja, für sich selbst entscheiden, ja, weil er seine Filialzahlen besser kennt, als ich das für alle kenne. Aber ganz klar, warum sollte ich in die Filiale reingehen? Herr John, jetzt natürlich bei Ihnen. Die Banken lernen stückchenweise dazu, versuchen den Vorsprung, den Sie haben, auf der Technologieseite ein Stück weit aufzuholen oder von der Geschwindigkeit. Haben Sie Sorge, dass sozusagen Ihr Geschäftsmodell nicht doch irgendwann einfach von den Banken kopiert, übernommen, besser gemacht wird? Was können Sie besser, was können Fintech, Startups besser als Banken? Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die wir sehr gut machen und vielleicht auch besser machen als Banken. Zum einen, Herr dadurch, dass wir, das ist schon mal Zustimmung. Ja, freut mich. Also zum einen sind wir mit Sicherheit in der Lage, dadurch, dass wir ein reines Technologieunternehmen sind, dadurch, dass das unsere DNA ist, also auf Kundenwünsche besser einzugehen und für die Kunden das beste Produkt zu machen. Das heißt, bei uns im Kreditgeschäft ist das Thema Geschwindigkeit wichtig, schnelle Kreditentscheidungen, einfacher Prozess, möglichst wenig Papierkram. Das sind alles Themen, die wir, das können wir ja benchmarken gegenüber Bankenprozesse, heute schon deutlich besser machen und auch immer besser darin werden. Das ist mit Sicherheit das eine. Das andere ist, die Prozesse auch im Hintergrund, die der Kunde vielleicht gar nicht sieht, möglichst schlank zu gestalten und Kosteneffizienz zu gestalten, ist ebenfalls extrem wichtig und übrigens auch einer der Punkte, warum wir mit Banken kooperieren, weil die sagen, ihr habt einen sehr, sehr schlanken Prozess, ihr habt ein schlankes Geschäftsmodell, wir haben die Kunden, das ist mit Sicherheit der Vorteil der Banken und in der Kooperation kann man diese Synergie sehr sinnvoll nutzen. Deswegen, das legen wir schon einen Tag. Das ist vielleicht der eine Punkt. Dann, glaube ich, sind Fintech-Startups generell in der Lage, die besseren IT-Talente zu akquirieren. Weil sie sexier sind als diese Banken. Ja. Würde ich sagen, ist in der Tat der Fall. Also Talente ist ein anderes Thema. Und dann nur die Unternehmen, nicht die handelnden Personen. Ja. Und dann gibt es das Thema, man kann mehr ausprobieren. Ganz klar. Also als Fintech-Startup oder bei uns als Marktplatz sind wir in der Lage, Sachen zu testen und dann die besten Sachen wirklich umzusetzen. Und ich glaube, in einem Bankenumfeld ist das schwieriger. Und ich kann ja auch ein Beispiel geben. Also als wir vor 6 Jahren angefangen haben mit Auxmoney und bewusst auch ein Segment an Kreditnehmer angesprochen haben, welche bei der Bank typischerweise abgelehnt wurde, mussten wir natürlich unser Scoring und Risikomanagement aufbauen. Ja, und das konnten wir sehr gut, indem wir sehr viele Datenpunkte gesammelt haben und dann Jahre später ausgewertet haben und heute in der Lage sind, Kredit oder uns den Kreditnehmer anders anzuschauen, als das alle andere machen und so Kredite für Menschen zur Verfügung zu stellen, die bei der Bank fälschlicherweise abgelehnt werden. Und das ist etwas, was wir sehr gut können und wo wir lernen können und somit unser Produkt immer verbessern können. Herr Hufeld, bitte direkt dazu 2 Nachfragen. Erstens, Kooperationspartner von Banken. Wie guckt sich die Aufsicht solche Kooperationspartner an? Wie genau fällt das unter Outsourcing-Richtlinie? Wahrscheinlich noch nicht, weil ja noch keine Dienstleistungen richtig ausgelagert werden. Also wie betrachten Sie Fintech-Partner von Banken aus Sicht der Aufsicht? Zweite Nachfrage, was Herr John gerade erklärt hat, dieses Datenauswerten. Da haben Fintechs meines Wissens ja einen Vorteil gegenüber Banken, weil das Banken nur sehr eingeschränkt erlaubt ist, Kundendaten zu verknüpfen, auszuwerten etc. Ist das ein Wettbewerbsvorteil für die Fintechs? Wann ändert sich das? Wann schreiten Sie da ein? Kriegen Banken Erleichterungen oder wird eher stärker reguliert? Outsourcing ist wie immer in diesen Fällen, kann man nicht pauschal beantworten, weil es da extrem auf den Einzelfall ankommt. Sie haben es eigentlich schon angedeutet, ob die Grenze zu einem Outsourcing-Tatbestand überschritten ist oder nicht, oder sich um eine sozusagen nicht Outsourcing-relevante Schnittstelle handelt. Also das kommt wirklich extrem auf den Einzelnen, das ist extrem schwer pauschal zu bewerten. Gibt es eine grundsätzliche Privilegierung der Fintechs? Also Datenauswerten ist, glaube ich, ein Punkt. Ich glaube, die Antwort muss im Moment Nein heißen. Ich gebe ein paar Beispiele. Jetzt jüngst, wie Sie wissen, hat der Gesetzgeber im Rahmen des Kleinanlegerschutzgesetzes ein klassisches
Instrument angewandt, um die typische Balance, die man hier finden muss, zwischen auf der einen Seite Regulierung von Finanzdienstleistungen, die im Grundsatz natürlich nicht dadurch wegfällt, nur weil so ein cooles Finanztechie-Unternehmen um die Ecke kommt. auf der anderen Seite aber gibt es selbstverständlich wirtschaftspolitischen Bedürfnis, nicht mit der schweren Wucht einer vollständigen Finanzregulierung jede Innovation im Kern im Keim zu ersticken. Ja. Und das klassische Instrument, das der Gesetzgeber hier angewandt hat, sind Schwellenwerte. Dass er gesagt hat, wenn bestimmte Gesamtvolumina oder Investments oder Kreditvolumina pro Transaktion nicht überschritten werden, dann ist das soweit erstmal okay und will damit das zarte Pflänzchen nicht von Anfang an übermäßig sozusagen erschweren. Aber wenn man sozusagen reift, wenn man Erfolg hat, wenn man weiter ist, dann ist natürlich ein internetbasiertes Geschäftsmodell letztlich genauso regulierungsbedürftig wie jedes andere auch. Ich füge aber hinzu, in welchen Formen genau, weil wir reden ja nun über eine junge, hochinnovative, sehr fluide Entwicklung, wo manchmal unklar ist, reden wir hier über eine reine Vermittlungstätigkeit, reden wir über eine wirkliche einlagennehmende Tätigkeit und so weiter. Das ist ja manchmal die haarfeine Abschichtung, ob man drin oder draußen ist. Das muss man auch als Regulator sehr sorgfältig beobachten. Und möglicherweise wird man in 3 Jahren, in 5 Jahren auch unsererseits, ich habe es vorhin ja angedeutet, einfach ein besseres Verständnis gewonnen haben, wie diese haarfein nebeneinander liegenden unterschiedlichen Geschäftsmodelle regulatorisch und aufsichtlich einzuordnen sind, ganz genau. Insofern ist hier eine Art eingebaute Lernkurve, ein ganz bisschen Trial and Error, aber das ist okay. Das ist hier so wie bei anderen technischen Entwicklungen auch. Insofern war mit dem Jein nicht eine ausweichende Antwort gemeint, sondern es ist wirklich eine Melange ganz bewusst gewählte Melange, um diese schwierige Abwägung von unterschiedlich akzeptablen Public Policy Choices letztlich auch zu kalibrieren. Und eine Rolle spielt natürlich sicherlich auch, man muss ja auch überlegen, welche Auswirkungen hat die Pleite jetzt einer Bank mit breiter Öffentlichkeitswirkung oder eines Start-ups, jetzt natürlich nicht Aux Money, aber irgendeiner, ich glaube, von der Systemstabilität, von der Systemfrage her, ist das von der Aufsicht ja auch völlig unterschiedlich zu beurteilen. Ja, zweifellos. Aber Finanzstabilität ist nicht das einzige Ziel. Es geht auch um Schutz von Kunden. Und wenn Tausende und Abertausende von Kunden bei einem Fintech-Unternehmen, das Milliardenvolumina bewegt, ja selbstverständlich sind diese Kunden schutzwürdig. Das, selbst dann, wenn es sich deutlich unterhalb der Schwelle einer Finanzstabilitätsbedrohung bewegt, das ist nicht der einzige Maßstab. Schwellenwerte heißt für Sie aber, bitte nicht zu groß werden, damit Sie nicht unter die Regulatorik fallen. Richtig? Also wir schauen uns das, oder unsere Gedanken zum Thema Regulierung gehen in die gleiche Richtung zu dem, was Herr Hufeld eben gesagt hat. Also zum einen gibt es die aufsichtsrechtlich relevanten Themen, die heute schon sehr gut abgedeckt sind. Da ist es notwendig, mit Banken zu kooperieren und der Bereich ist sehr gut reguliert. Und dann gibt es den Bereich, wo wir uns auch heute schon mehr Regulierung wünschen, genau aus dem Hintergrund, den Sie eben angesprochen haben, einfach um sicherzustellen, dass die Kunden geschützt werden. Also wenn man langfristige Kundenbeziehungen hat, wie zum Beispiel bei Aux Money ist es der Anleger, der Geld investiert in zum Beispiel 5-Jahres-Kredit und sicher sein möchte, dass Aux Money auch dafür sorgt, dass das Geld über die nächsten 5 Jahre zu ihm zurückkommt, muss er davon ausgehen können, dass es Aux Money auch gibt. Und von daher muss sichergestellt werden, dass gewisse Kapitalanforderungen an Plattformen da sind, dass die ausreichend finanziert werden, dass es einen Backup-Servicer gibt zum Beispiel, der da ist. Das Thema IT-Sicherheit selbstverständlich muss sichergestellt werden. Also da würden wir uns schon wünschen, dass diese Anforderungen, die wir übrigens heute schon erfüllen, aber auch für alle gelten und auch nachhaltig überprüft werden. Um insbesondere dann auch, sagten eben viele Fintech-Startups, die da kommen, um dann auch nicht ein Skandal eines neuen Startups möglicherweise den Ruf der gesamten Branche zu beschädigen. Ich schlage mal einen Deal vor, John. Sie geben uns ein paar von den sexy IT-Experten ab und Sie kriegen dafür bessere Regulierung. Da können wir jetzt eigentlich aufhören. Kommen wir auf Kamera. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Regulierung ist für Sie auch, kann für Sie auch von Vorteil sein, weil es so quasi eine Art Gütesiegel oder Sicherheitsmerkmal ist. Ja, ganz genau, aus 2 Gründen. Gütesiegel, Vertrauen gegenüber den Kunden und auch zu wissen, dass es keine schwarzen Schafe in der Landschaft gibt, die möglicherweise die ganze Branche beschädigen. Herr Skira,
Kunden haben wir eben angesprochen, die Sicherheit von Kunden. Sie haben unter anderem auch die Qualität von Kundenbeziehungen analysiert. Wie verändert die sich durch Digitalisierung? Ist eine digitale Kundenbeziehung oder kann sie genauso stark, genauso gut, genauso sicher sein wie eine persönliche Kundenbeziehung? Oder geht der digitale Wettbewerb nicht eben über Dinge wie Preis, Schnelligkeit und eben nicht mehr über die langfristige Beziehung? Oder schließt sich das eine oder das andere nicht aus? Na gut, es hängt ein bisschen vom Produkt ab. Also ich glaube, wenn Sie bei einer Online-Bank sind, also ohne Filialen, und Sie haben da Ihr Girokonto, dann haben Sie genauso hohe Wechselkosten, wie wenn Sie jetzt eine Filiale vor Ort hätten, doch Ihr Girokonto haben. Im Tagesgeldkontobereich sieht das anders aus. Wenn Sie eine Baufinanzierung haben, dann sind Sie natürlich entsprechend langfristig gebunden. Von daher würde ich durchaus unterstreichen, dass sicherlich online-affine Kunden tendenziell preissensibler sind. Das hatte er ja auch gesagt. Mhm. Ich glaube, das Problem ist für mich, aber vor allen Dingen geht es dahingehend, in dem Moment, wo es um die Kundenbeziehungsanbahnung geht, da hatten wir eben doch relativ deutlich gezeigt, dass mittlerweile die Aggregatoren eine ganz große Rolle spielen. Sprich, da wo wir früher eine Situation hatten, der Kunde wollte eine Finanzdienstleistung haben und der erste Weg ist zur Filiale gegangen, da sieht der Weg heute nicht so aus, dass ich eben dann zur entsprechenden Webseite der Bank gehe, sondern da gibt es eben Intermediäre, die im Grunde die Kunden verteilen. So, und da gibt es die bekannten Preisvergleiche, aber da gibt es jetzt mittlerweile auch Player, von denen hätte man es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht vermutet. Wenn Sie sich beispielsweise mal die Zeitschrift Focus anschauen, die bietet mittlerweile Preisvergleiche in allen Bereichen an und zieht doch mittlerweile auch eine nennenswerte Anzahl an Kunden an. Also das Problem ist aus meiner Sicht dass in der, bevor ich überhaupt den Kunden habe, hat sich da einer zwischen reingedrängelt und er verdient mittlerweile eine ganze Menge Geld. Und was hilft es Ihnen denn, selbst wenn Sie hinten dran einen Kundenlebenswert haben, der ein paar hundert Euro hoch ist, selbst für ein vergleichsweise kleines Produkt, wenn Sie nach vorne raus an Akquisitionskosten das Geld eben an die Suchmaschine oder den Preisvergleicher abgeben? Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte mit digitaler Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn Banken da zulassen, dass sich andere zwischen reindrängen, dann nehmen die sich natürlich ein relativ großes Stück von dem Kuchen ab. Und wenn Sie heute sehen, was bei einer Suchmaschine pro Klick bezahlt wird, dann wird deutlich, dass eben Banken da auch bereit sind, jede Menge Geld abzugeben. Mhm. Herr Buschbeck, Herr Laux, haben Sie gegen diesen Wettbewerb im Big Data überhaupt eine Chance gegen die großen Suchmaschinen, Internetanbieter, Googles dieser Welt? Können Banken dagegenhalten? Ich glaube, das können sie sehr gut, denn es ist ja eine Mischung aus den virtuellen Welten und den physischen Welten. Wir merken heute sehr klar, dass wir verschiedene Kundengruppen haben. Es gibt Kundengruppen, die möchten sich ausschließlich in den virtuellen Netzwerken bewegen, können dort Dienstleistungen erfahren, die müssen sie genauso befriedigen wie Kunden, die heute ausschließlich sagen, ich bin Filialkunde und will Filialkunde bleiben und möchte mit anderen alternativen Wegen gar nichts zu tun haben. Und dann gibt es sehr viele Kunden, die Mischformen für sich definiert haben und auch von Kanal zu Kanal wechseln. Und die Wissenschaft oder die Formel, die sie beherrschen müssen, dass sie für singuläre Kunden diese Wege stellen, aber gleichzeitig auch diese Wege für Kunden stellen, die, nennen wir es jetzt mal, Multikanal oder Omni oder Hybrid unterwegs sind, die von Kanal zu Kanal wechseln und vielleicht auch von Produkt zu Produkt wechseln wollen. Und wenn Sie das richtig hinstellen, dann können Sie auch gegen andere, die in diesem Markt tätig sind, ein wunderbarer Dienstleister für Kunden sein. Es beschränkt sich unsere Welt eben nicht ausschließlich auf einen Kanal. Die Krux ist eben eine, wie der Name schon sagt, eine Multikanalbank zu sein. Vielleicht ein paar Beispiele aus der Praxis, um das zu unterlegen. Also ich teile die Ansicht von der Grundlogik, das was Amazon oder Google macht, das können wir als Bank auch für unseren Bereich relativ einfach. Ne? Wenn ich einem Kunden, der eine BASF-Aktie gekauft hat, sage, dass 80% der Kunden, die BASF-Aktien gekauft haben, auch eine Daimler-Aktie gekauft haben, dann kann das ein extrem wertvoller Hinweis für ihn sein. Ob er das dann nutzt oder nicht und wie ich das MiFID-konform in ein Beratungsgespräch mit einbringe, ist nochmal was anderes. Aber die Information... Ich wollte schon Herrn Hufeld angucken. Nein. Die Information mögen die Kunden schon. Oder wenn ich einem Kunden sage, dass Kunden, die in einer vergleichbaren Situation sind, beispielsweise was das Gehalt betrifft, für Strom deutlich mehr oder weniger ausgeben, kann für den Kunden eine sehr hilfreiche Information sein.
Nicht alle Kunden wollen das. Man muss natürlich auch sich genau überlegen, und wir tun das im Augenblick, wann und wie man sowas einführt. Aber ich glaube, dass man, wenn man ausreichend große Datenmengen hat, sehr viel über diese Peer-Group-Logik erreichen kann an zusätzlichem Wert für die Kunden. Das ist die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung, generell, wenn Sie mit den Menschen von Google reden, die sagen ja eigentlich nie, dass sie eine Bank werden wollen. Das wollen die auch nicht. Und die haben auch, wenn das glaubwürdig ist, Herr Hofeld zu, genau, schon und das wollen die auch nicht. Einen Höllenrespekt vor der Regulierung. Das mögen die ja gar nicht. Was die wollen, ist, dass man das Produkt von denen immer nutzt. Das heißt, die Hardware, das Google-Telefon, die Android-Software ständig nutzt. Deswegen integrieren die Bankdienstleistungen dort rein, insbesondere eben Zahlungsfunktionen, damit ich idealerweise alles mit meinem Telefon machen kann. Das ist der Haupttreiber. Der Haupttreiber ist nicht, dass sie eine Bank werden wollen. Und insofern muss man da auch, glaube ich, nochmal sehr differenzieren zwischen dem, was deren Zielsetzung ist und dem, was unsere Zielsetzung ist. Und ich glaube, da gibt es schon noch Differenzierungsmöglichkeiten. Also Sie sehen die Bedrohung nicht so groß, weil man eher miteinander kooperieren wird. Es gibt definitiv Konfliktfelder, das würde ich ja nicht verneinen. Aber ich glaube, dass es ausreichend Themenfelder gibt, generell mit Fintechs, aber auch mit etablierten Playern, wo die Zusammenarbeit extrem viel Spaß macht. Gut. Herr Hofeld, Sie haben in Ihrem Vortrag vorhin gesagt, wenn ich es richtig im Ohr habe, viele Banken oder die meisten Banken betrachten IT leider zu sehr als Kostenfaktor und noch nicht als Chance. Sie haben deswegen ja auch irgendwie von Cyberchance gesprochen. Zum einen sehen Sie das ein bisschen anders, wenn Sie jetzt den beiden Herren hier zuhören. Zweite Frage, ein Stück weit hat die BaFin, hat die Aufsicht, die Bundesbank, das ja auch selber in der Hand, wenn sie hinsichtlich der Geschäftsmöglichkeiten, der Geschäftsmodelle das Thema Digitalisierungsstrategie etwas stärker mit berücksichtigen würde. Richtig? Können Sie das beeinflussen, dieses Thema Digitalisierung in den Köpfen der Verantwortlichen stärker zu positionieren? Zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich habe nicht gesagt, dass die meisten Banken das so tun. Ich habe nur ganz allgemein die Sorge geäußert, dass es nicht vorteilhaft wäre in dem Kontext von Cyberstrategien. Habe ich das wieder falsch verstanden? Nur, Sie haben es wieder falsch verstanden. Der zweite Teil der Frage ist, die Bankenaufsicht beurteilt nicht die Qualität von Strategien oder von Geschäftsmodellen per se. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist immerhin immer noch Aufgabe eines Marktes, eines Marktplatzes und des Wettbewerbes. Wir beurteilen Geschäftsmodelle auf ihre Risikorelevanz hin. Das ist ein wichtiger Teilausschnitt, aber wir sagen nicht per se, das ist eine gute und das ist eine schlechte Strategie. Das ist nicht, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Nicht offiziell und nicht öffentlich laut. Ja, nochmal, das ist wichtig, man sollte sich nicht eine staatliche Finanzaufsicht wünschen, und genau das sind wir, die sich als sozusagen der oberste Ratgeber der richtigen Strategie aufschwingt. Das ist nicht der Punkt. Was wir tun ist, die Validität von Geschäftsmodellen auf ihre Risikorelevanz für den Bestand eines Institutes zu stärker zu hinterfragen. Und das ist neu. Das hat es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in dieser expliziten Form nicht gegeben. Das ist ein Kind der neuen Regulierung. Nebenbei bemerkt, nicht nur auf der Bankenseite, sondern in gleicher Weise auch auf der Versicherungsseite. Insofern, im Kontext eines solchen Dialoges werden natürlich auch in den kommenden Jahren Herausforderungen durch Digitalisierung, vergessen wir mal kurz die unmittelbare Defensivanforderung des Cyberrisikos im engeren Sinne, das sowieso. Aber auch der Stellenwert von Digitalisierungsstrategien wird zweifellos Teil solcher Gespräche sein, aber nicht im Sinne von, wir geben Zensuren, sondern im Sinne von, wir wollen verstehen, ob möglicherweise ein bestimmtes Geschäftsmodell einer bestimmten Bank wegen neuer Entwicklungen, neuer Wettbewerber in einer Weise unter Druck geraten könnte, dass es gefährdet ist. Und Sie haben ja eben eine interessante Frage an die beiden Herren aus der Bankenseite gestellt. Ich glaube nicht, dass die Bankenbranche in toto hier gefährdet ist. Aber es wird wie immer Gewinner und Verlierer geben. Klar. Es wird welche geben, die weniger gut, sei es, weil sie die falschen Leute haben, weil sie nicht die richtigen Ressourcen haben oder weil sie einfach Fehlentscheidungen fällen, warum auch immer. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Das ist der Markt. Das ist der Markt. Und wir werden mit Sicherheit auch als Aufsicht in den kommenden Jahren Diskussionen führen, wo wir bemerken, dass ein
dass sagen wir, die Bilanzstärke, die Solvenz eines Institutes unter Druck gerät, weil sie aus welchem Grund auch immer, auch vielleicht wegen verfehlter oder unterlassener Maßnahmen im weitesten Sinne des Wortes im Digitalisierungsbereich, in irgendeiner Form auf falsche Pferd oder auf gar kein Pferd gesetzt hat. Na klar wird es sowas geben. Das alles andere wäre sehr merkwürdig. Ja. Gut. Darf ich eine kleine Ergänzung noch machen? Bitte. Weil, ich würde gerne einen Punkt herausgreifen, der jetzt mehrfach angesprochen wurde. Ich finde, das ist ein ganz, ganz besonders wichtiger Punkt. Ich glaube, es geht hier nicht um eine digitale Festlegung, ich bin ganz online oder ich bin ganz offline, ja, sondern was wir ja querbeet sehen in allen Finanzbereichen ist, dass ein signifikanter Teil der Kunden, wie das im Jargon jetzt so schön genannt wird, ein hybrides Kundenverhalten an den Tag legt. Dass er partiell Online-Aktivitäten macht, sei es im Recherchebereich, sei es auch nur im Abschlussbereich, das schwankt von Produkt zu Produkt, was hat Gera das gesagt. Und ich glaube, eine entscheidende Fähigkeit der Banken, nebenbei bemerkt nochmals, auch Versicherungen, wird genau darin bestehen, diese unterschiedlichen Kundenverhaltensweisen, die oft eine Mischung aus Online und Offline darstellen, so elegant und so auch komfortorientiert, weil der Online-Kunde ist ein ungeduldiger Kunde, der nach so und so vielen Klicks, das werden Sie auch überprüft haben, ist er weg, muss dann gebunden werden. Und ich glaube, da liegt eine ganz wesentliche Herausforderung. Das ist leicht gesagt und nicht so leicht gemacht, diese Art von Vernetzung zwischen Online und Offline. Deswegen glaube ich, der reine Online-Kunde wird auf absehbare Zeit nicht die Mehrheit der Kunden darstellen. Sondern die Vernetzung von beiden Welten ist wahrscheinlich eine der entscheidenden. Das macht die Sache nicht leichter. Das erfordert enorme Investitionen, um das hinzubekommen. Und das ist auch nicht ein reines IT-Thema. Alle Prozesse, alle Produkte müssen darin. Und was auch schwerer wird, ist zweifellos das versteckte Cross-Subventionieren von Produkten untereinander. Das wird ihnen nämlich dann weggefressen von Leuten wie ihm. Herr Laux, direkt dazu. Sie haben gezuckt, habe ich gesehen. Ich wollte das ergänzen. Zwei Anmerkungen dazu. Erstens, der Marktanteil der reinen Online-Kunden heute im deutschen Markt ist noch sehr, sehr klein. Also insofern haben Sie absolut recht. Zweiter Punkt, diese Kundenreise, Customer Journey im Englischen, unterscheidet sich von Produkt zu Produkt. Was wir eindeutig sehen, ist, dass bei komplexen Beratungsprodukten, insbesondere den Produkten, die ein Mensch üblicherweise nur einmal in seinem Leben abschließt, Baufinanzierung, Altersvorsorge etc., die persönliche Beratung nicht zu ersetzen ist, noch nicht. Das ist eine Frage der Weiterentwicklung, der Digitalisierung, welche Möglichkeiten wir möglicherweise haben, sehr gute Beratungserlebnisse irgendwann mal auch digital anzubieten. Aber insofern ist das absolut richtig, kann ich nur bestätigen. Ist sie vom Kundenwunsch her noch nicht darstellbar, die Beratung nicht zu ersetzen, oder von den technischen Möglichkeiten her, weil zum Beispiel digitale Signaturen etc. schwierig sind? Ersteres. Also ich glaube nicht, eine digitale Signatur könnte man noch irgendwie überbrücken, aber der Moment, wenn ich 300.000 Euro für eine Baufinanzierung, also einen Kredit über 300.000 Euro aufnehmen will, das erste Mal als 30-jähriger Familienpapa oder 35-jähriger und das vorher noch nie gemacht habe und nicht aus dem Bankenumfeld komme, weil zufällig mein Papa oder Onkel mir das alles genau beibringt, dann will ich mit irgendjemandem nochmal drüber reden, mit einer Vertrauensperson. Und ich glaube, das kriegen wir im Augenblick noch nicht ersetzt. Wenn man sich aber anschaut, in welcher Geschwindigkeit sich die Technologie entwickelt, Artificial Intelligence, wir werden PCs wahrscheinlich im Jahr 2030 haben für $1,000, die werden die Rechenkapazität eines menschlichen Hirns haben. Heute haben die vielleicht die Rechenleistung eines niedrigen Insekts. Also wir werden eine exponentielle Entwicklung sehen, wenn die so weitergeht wie bisher. Wenn man sich dann mal überlegt, was möglich ist, dann wird es interessant. Also wir sehen das ja schon bei manchen Technologien. Spracheingabe über Computer sind ja heute schon extrem gut. Emotionale Sprachsteuerung, dass man erkennt, in welche Emotionen sich der Kunde bewegt. Das können heute Computer noch nicht so gut. Wenn man aber weiterdenkt, wäre das vielleicht irgendwann mal darstellbar. Das ist aber nicht morgen da. Herr Buschbeck, anderer Meinung zum Thema persönliche Beratung nicht zu ersetzen? Ja, ich bin schon anderer Meinung, denn wenn wir mal überhaupt definieren, was ist denn online, dann zeichnet es sich ja in erster Linie aus, dass ein Kunde sagt, ich will viel unabhängiger von Zeit und Ort sein, ich will manche Dinge selbst machen, viel mehr selbst machen und
hier gibt es auch exzellente Möglichkeiten, wo wir nicht dieses Extrem haben müssen, ich mache das alles ganz alleine oder ich muss in eine Filiale laufen, um dort das zu machen. Und nehmen wir das Beispiel Baufinanzierung. Wir beraten Kunden sehr viel in der Baufinanzierung per Video von zu Hause. Der Kunde möchte das in der Regel bequem, da sind wir wieder unabhängiger von Zeit und Ort machen. Er möchte das sich nicht unbedingt die 3 Stunden Urlaub nehmen oder den halben Tag, um die Filiale zu geben. Es ist nicht unbedingt ein Spaßevent. Oder er möchte es vielleicht sogar mit seinem Partner von zu Hause machen und bis beide Zeit haben, dann mache ich das lieber von zu Hause, von meinem Wohnzimmer, mit meinem iPad oder mit meinem PC. Und Sie kriegen den Experten genauso per Video dazu. Sie machen mit dem Splitscreen machen Sie eine Beratung, indem Sie sagen, ich kann Sie durch Dokumente führen, ich kann Sie durch die Kalkulation führen, ich kann alles genauso tun, wie wenn ich das in der Filiale mache, aber ich habe den Vorteil deutlich unabhängiger von Zeit und Ort. So, das ist für mich die digitale Welt, das ist auch die hybride Welt und das springt enorm an. Wir wurden zu unserer Freude vor 4 Jahren sehr belächelt, als wir Videoberatungen eingeführt haben. Mittlerweile ist das bei uns ein völliger Standard und unsere Kunden haben eine sehr, sehr gute Beziehung dazu und haben überhaupt gar keine Berührungsängste und machen das von zu Hause und funktioniert einwandfrei ohne Systembrüche. Gut. Herr John, nochmal einen Sprung ein bisschen zurück. Sie sagten vorhin, die Auswertung der vergangenheitsbezogenen Daten funktioniert bei Ihnen sehr gut hinsichtlich Kreditentscheidung, Geschwindigkeit etc. Können Sie mir ein Gefühl geben, wo liegen Ausfallraten bei Ihnen? Wie viel besser sind Sie da als die gewöhnlichen Banken? Wir bedienen ein anderes Segment. Das ist der wichtige Punkt. Wir typischerweise, unsere Kreditnehmer sind Kreditnehmer wie Selbstständige, die bei Banken selten gut bedient werden. Das heißt, wir sind per Definition schon mal vom Risiko etwas höher gelagert. Das heißt, wir vergleichen uns da auch nicht mit den Risikoausfallkosten einer Bank. Die liegen bei uns höher. Das ist aber richtig. Trotzdem sind wir in der Lage, dort gute Kreditnehmer zu identifizieren und denen einen Kredit zu ermöglichen. Also es sind nicht nur die Kreditnehmer, die bei Banken nichts mehr kriegen würden? Nein, also es gibt... Ein Teil unserer Kreditnehmer bekommen bei den Banken nichts. Entweder weil Banken zum Beispiel sagen, also viele unserer Kooperationspartner sagen, wir bedienen Selbstständige, also Unternehmer, die ihr Business expandieren wollen, weiteren Lieferwagen kaufen wollen, bedienen wir per Definition nicht. Das ist teuer auch in der Abwicklung. Mhm. Ja, da muss man digital gut aufgestellt sein. Das ist eine sehr, sehr willkommene Zielgruppe für uns. Und deswegen kann man sagen, ja, zum Teil sind unsere Kreditnehmer in der Tat welche, die bei den Banken nicht bedient werden. Wie sieht Ihr Wettbewerb, sage ich jetzt schon, wie sieht Ihr Kooperationsangebot an die Banken aus? Ein Wettbewerbsangebot wäre auch nicht schlecht. Ja. Also wir arbeiten mit Banken an 2 Stellen zusammen. Wir sind ja ein Marktplatz, das heißt, wir haben sowohl die Kreditnehmerseite als auch die Anlegerseite. Also der einfache Part ist auf der Anlegerseite, wir haben auch Banken, die bei uns auf der Plattform als institutioneller Investor anlegen. Also es sind nicht nur Privatmenschen, die sich untereinander Geld leihen, sondern es sind auch institutionelle Investoren, unter anderem Banken, aber auch Fonds, die bei uns investieren. Auf der Kreditnehmerseite, und das ist der, glaube ich, spannendere Teil, arbeiten wir mit Banken zusammen, die uns Leads geben von Kreditnehmern, die sie nicht bedienen. Das sind teilweise Kooperationen, weil Banken sagen, wir machen das grundsätzlich nicht. Mhm. Oder schaut euch doch die an, zum Beispiel die Selbstständige, die ihr so gut versteht, ob ihr denen nicht einen Kredit geben wollt. Und da, was ich auch eben erwähnt habe, dadurch, dass wir auch die Prozesse sehr schlank haben, digital haben, eine gute User Experience bieten können, funktioniert das sehr, sehr gut. Das heißt, also unser Challenge oder unsere Herausforderung ist in der Tat, mehr Kunden zu erreichen in Deutschland. Klarer Vorteil gegenüber den Banken, die diese Kunden haben. Ich glaube, wir haben ein überlegenes Produkt und in der Kooperation können wir beide Seiten gut nutzen. Ist Größe für Sie auch ein Erfolgsfaktor? Sprich, müssen Sie wachsen, um eben mehr Kunden, mehr Banken attraktiver zu erreichen? Stichwort Lending Club, USA, gerade an die Börse gegangen. Ja, in der Tat. Also Größe ist für uns kein Selbstzweck. Interessanterweise, als Marktplatzbetreiber wird der Wert für den Kunden immer besser, je größer das Modell wird und je mehr Daten man hat. Das heißt, mit mehr Daten haben wir ein gesteigertes Investorenvertrauen auch. Ja, wenn die sehen, Augsmann, die macht das 6 Jahren, die Kreditnehmer haben immer pünktlich zurückgezahlt, meine erwartete Rendite, die Augsmann mir am Anfang mal in Aussicht gestellt hat, die ist nachweislich
bei x Prozent, so wie Oxmani das auch gesagt hat. Das hilft uns natürlich mit mehr Daten, mit gesteigertem Investorenvertrauen sinkt auch die Renditeerwartung für diese Investoren, weil die Plattform weiter de-risked wurde. Das heißt, wir können günstigere Kredite anbieten, günstiger Kreditnehmer, natürlich dann auch im komplett breiten Umfeld, günstige Kreditnehmer, mehr Daten und der Kreis beginnt von vorne. Und das sehen wir auch. Also wir sind sehr datengetrieben. Wir sehen auch, wie sich der Kundennutzen über die Zeit, ich glaube, er ist heute schon gut, aber er wird wirklich mit jedem Tag auch nochmal besser. Und deswegen ist Größe für uns extrem wichtig. Insbesondere, um mehr Vertrauen zu haben, um bessere Daten zu haben, um unser Modell besser anbieten zu können. Herr Hofer, ganz schnell dazu nochmal, bevor meine Schlussfrage. Das Thema Daten auswerten funktioniert sehr stark über Algorithmen. Algorithmen folgen einem bestimmten Muster, dadurch kann prozyklisches Verhalten erzeugt werden. Kann das Risiko steigen? Ist das ein Thema für die Aufsicht? Generell der Umgang mit Algorithmen, mit algorithmischen Modellen? Das kann eins werden. Das ist ja nicht die einzige Stelle, in der mit Algorithmen gearbeitet wird, ganz genau. Das Thema ist daher nicht vollständig unbekannt. Spezifisch auf die Frage, kann das ein Ausmaß erreichen, dass es ein prozyklisches Marktverhalten in toto? Logisch kann ich das nicht ausschließen. Im Moment sehen wir das noch gar nicht. Das ist einfach noch nicht kritische Masse. Ja. Aber die Logik als solche kann ich nicht von der Hand weisen. Insofern gilt es, das einfach zu beobachten, ob vielleicht in Teilsegmenten von Märkten sich durch eine zu einheitliche, algorithmusbasierte Logik eine verkappte, bestimmt, ja, wenn man so will, vorprogrammierte Prozyklizität einschleicht. Ja. Ich kann nur wiederholen, ja, die Logik ist nicht zu negieren, empirisch im Moment so noch nicht zu sehen, es muss beobachtet werden. Also Sie beobachten es und sind in Anführungszeichen sensibilisiert, nennen wir es. So ist das. Ja. Meine Herren, vielen Dank soweit. Das Thema der Diskussionsrunde hieß Herausforderung für Banken. Jetzt stelle ich Ihnen allen Fünfen die gleiche Frage. Mehr Chance oder mehr Risiko für deutsche Banken durch das Thema Digitalisierung? Herr Hofeld. Chance natürlich. Herr Jun? Ganz klar eine Chance. Nicht nur, ja gut, für Sie, nicht nur für Banken, sondern auch für Sie. Für uns sowieso. Das, genau. Wir können nichts anderes außer Digitalisierung. Deswegen, aber klar, auch für Banken nicht nur als Vertriebskanal zu sehen, sondern komplett durch die Wertschöpfungskette digital zu sein. Herr Skira. Ja, es muss natürlich eine Chance sein, aber ich will doch ein bisschen weiter ausholen. Wenn man sich anschaut, was im Internet passiert ist, und wir jetzt in Deutschland darüber im Klaren sein müssen, mit einem Unternehmen wie Zalando und der United Internet, die irgendwo der Größenordnung 5, 6 Milliarden Euro Kapitalisierung haben, spielen wir, sagen wir mal, gegenüber den Amerikanern oder den Chinesen eine Mini-Rolle. Mhm. Also wir haben in der digitalen Welt keine starken Player. Alibaba hat Herr Hofeld erwähnt zum Beispiel. 240 Milliarden, also haben wir ein Problem. Und ich glaube, wenn wir als Volkswirtschaft da nicht stärker werden, werden wir auch weiterhin ein großes Problem haben. Von daher hoffe ich sehr, dass das als Chance begriffen wird und dass, sagen wir mal, wir einen Zahlungsverkehrsanbieter haben, der international tätig ist, wie PayPal. Da wären wir als deutscher Steuerzahler schon wesentlich lieber, dass das auch ein deutsches Unternehmen wäre. Also sind wir ja dran. Wir sind dran. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn wir da auch erfolgreich wären. Herr Buschbeck, Sie müssen natürlich wahrscheinlich auch Chance sagen. Ne? Ja, definitiv Chance, aber mit ein paar Nebenbedingungen. Nämlich Nebenbedingungen, dass Sie Ihr Geschäftsmodell anpassen müssen, dass Sie sehr wachsam und sehr ernst beobachten müssen, was am Markt passiert, dass Sie adaptieren müssen und dass Sie eine Nebenbedingung haben, nämlich Sie müssen das viel schneller tun, als wir das noch vor vielen Jahren gemacht haben, weil die Entwicklungszyklen viel kürzer werden, die Anforderungen viel höher werden, der Kunde ein ganz anderes Anforderungsprofil an uns stellt. Aber wenn Sie diese Nebenbedingungen erfüllen, dann ist es definitiv eine Chance. Also wer heute noch nicht wirklich angefangen hat, muss sehr schnell und sehr radikal ändern. Gut zusammengefasst? Jetzt möchte ich das gar nicht anderen empfehlen, aber, aber grundsätzlich ja, deswegen haben wir das sehr früh eingeleitet, sehr schnell gemacht. Man ist nie fertig mit Anpassungen, definitiv nicht, aber wir sind froh, dass wir eine sehr große Etappe erreicht haben. Herr Laux, Chancen der Herausforderung?
Ja, ich bin im Kern natürlich immer ein Optimist. Außerdem macht mir die Arbeit unglaublich viel Spaß. Insofern ist das eine Chance. Aber wenn ich mir anschaue, was alles passiert, würde ich mal unterstellen, dass wenn wir hier in dem Kreis in 10 Jahren zusammenkämen, nicht nur Gewinner hier wären. Also ich glaube, es wird ganz viel Veränderung geben und ich glaube, wir ahnen noch nicht, welche Veränderung auf uns zukommt. Und insofern, sag mal, bleibt spannend. So würde ich es auf jeden Fall mal formulieren. Wir nehmen das mit und werden uns spätestens in 10 vielleicht auch schon früher wieder treffen. In diesem Sinne, ja, meine Herren, herzlichen Dank. Dankeschön. Ich habe ein bisschen mitgemacht. Danke.